Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, unsere Laster sind wieder schön unterwegs, herrlich, hier stapeln sich die Nahrungsmittel. Ja, da werden wir jetzt was tun, die müssen ja weg. Wir haben hier hinten in Kalletal einen Bahnhof hingestellt und wollen jetzt mit den Gleisen durchs Städtchen durch. Das gehen wir jetzt mal an. Und wir werden Kalletal dann, ja, als nächsten Schritt würde ich mal sagen, verbinden mit der Außenwelt, damit sie hier eben nicht nur was zu essen haben, sondern auch ein bisschen reisen dürfen können. Da nach Umkirch zum Beispiel. Das schauen wir uns dann an. Wie muss ich denn das jetzt machen, dass ich hier möglichst ans Haus rankomme? Ich mache das mal so. Und gucke mal. Aha. Was geht kaputt? Drei Gebäude. Das möchte ich genau nicht. Ich möchte hier irgendwie durchkommen. Mit zwei Gebäuden. Und hier irgendwie möglichst nah ran. Jetzt, Moment. Wir machen das mal. Wenn ich hier möglichst nah rangehe. Das darf hier durchaus ein bisschen kurvig sein. Das ist eigentlich egal. Wir bauen es mal so. Zwei Gebäude. Und da würden wir relativ nah an dem anderen Gebäude vorbeikommen. Das würde mir soweit gefallen. Da kriegen wir sogar ein zweites Gleis noch rüber. Okay, vielleicht stellen sie hier noch einen Kiosk oder was hin. Und jetzt mal gucken. 95. Wir machen es anders. Wir nehmen das hier nochmal weg. So, jetzt gucken wir, ob wir es ein bisschen gerader, weniger krumm hinkriegen. Ja, 88 ist zwar langsamer, aber irgendwie das Ganze ist optisch, finde ich, besser. Gut, zweites Gleis nehmen wir gleich mit, bevor wir es vergessen oder vor allem vergessen, dass wir da irgendwo den Platz dafür brauchen und dann falsch bauen. Oh, ja genau, die Felder. Da habe ich ja in der letzten Folge noch erklärt, da sollte man nicht rüberbauen. Das heißt, so wäre schlecht. Wir wollen ja aber auch nicht nach da hinten. Wir wollen eigentlich hier hin, irgendwie zur Autobahn hin. Wir könnten ja hier nochmal runter. Das war hier nochmal. Moment, wenn wir das so machen. Oder hier rüber zumindest. Das würde sogar klappen. Dann hätten künftige Häuser hier sozusagen noch die Aufgabe, Spalier zu stehen. Das wäre gar nicht schlecht. Die Frage ist... ja, genau. Moment. Wir machen hier so eine Kurve und dann machen wir die Straßen rüber. Da machen wir die Kurve zurück. Wie gesagt, das sind ja Güterzüge. Die brauchen nicht ein Riesentempo. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht der Autobahn noch in die Quere kommen. Also machen wir es so. Okay. Und das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Aber wenn wir hier die Straßen noch entsprechend ziehen. Mal gucken, ob wir hier rüberkommen. Das habe ich fast befürchtet. Aber dann werden wir die Straßen einfach abreißen, wenn es nicht geht. Nein, zumindest... Die hier funktioniert nicht, dann kommt sie weg. Die stellen wir dann natürlich wieder hin. Wenn wir ja eh an Straßen rumbasteln. So, da, oh. Das geht aber jetzt hier bitte nicht. Nein! Ach, wisst ihr was? Weg mit dem Feld. Die 200.000, die haben wir. Ich dachte, das geht da gleich in die Millionenbeträge rein. Aber das tut es nicht. Also, was soll das? Wir sind hier in der Nähe der Stadt, da brauchen wir die Felder sowieso nicht. Gut, wir werden die Straße hier mal vervollständigen. Irgendwie möglichst... Ja, machen wir mal so. Und hier ging es auch noch raus, beziehungsweise hier rüber. Hier rein, das geht so nicht. Das müssen wir in kleinen Schritten machen. Okay, hier gleich auch noch, aber auch nicht so, sondern eher so. Dann können die hier wunderbar auch schon mal bauen. Denn selber kommen sie ja nicht über die Gleise rüber. Das lassen wir mal. Jetzt sind sie hier auf der anderen Seite vom Gleis. Wären sie eh gewesen, sieht man hier unten. Da bauen sie auch schon. Ja, das passt so. Gut, also Gleis haben wir. Dann gucken wir mal, dass wir Richtung Autobahn vorankommen. Dann nehme ich dieses Gleis und gehe mal irgendwie hier hin. Und mal gucken, kann ich das schon andocken? Ja, das gibt hier wieder ein Problem mit der Straße. Wir machen mal Pause. Und nehmen das Sträßchen hier weg, damit wir da wirklich anlegen können. Genau, nämlich so wäre das ungefähr gedacht. Mal gucken, wenn ich es mitnehme. Zwei Felder. Nein, nein, nein. Steigung zu groß. Okay, wir machen es doch von hier aus. Mal in die Richtung. Ach, okay. Da haben wir natürlich... Hier ist aufgeschüttet, das Ganze. Deswegen, wenn das Gleis hier oben liegt, dann sind wir natürlich zu hoch. Aber das müssen wir eigentlich lösen können, wenn wir das Gleis jetzt hier schon mal anlegen. Dann gibt es ja eine neue Verschiebung hier, sprich vom Terraforming her. Nehmen wir mal weg. Gut, hier vorne brauchen wir das Ganze auch noch. Das hätte ich jetzt eigentlich auch einfach weiterziehen können. So, wieder wegnehmen. Und jetzt sollten wir hier eigentlich, hoffe ich,
reinkommen ohne größere Probleme. Wir schauen mal. Ah, da ist noch ein Stück Gleis. Okay, da können wir gerade andocken. Nee, das möchte ich nicht. Das ist mir irgendwie zu... Nee, das ist mir irgendwie zu gespenstisch. Oder gespenstig. Also, nehmen wir wieder mit und nochmal andocken. Und dann klappt das wunderbar. Okay, das zweite Gleis sollte auch problemlos funktionieren. Die Straße müssen wir dann da natürlich wieder reparieren bzw. neu machen. Und das dürfte ein Problem geben. Weil wir jetzt das Gleis hier angelegt haben. Wobei, hier ist es noch nicht dran. Das könnte heißen, wir kommen noch rauf. Und sonst werden wir das... Da liegt ja noch ein Gleis. Sag mal. Und sonst könnten wir da irgendwie so eine Einfahrt machen. Irgendwie eine Brücke. Wir schauen. Also dann hier so lang. Und da unten müssen wir rein. Jetzt muss ich gucken, wie geht das bei einer Brücke? Kann man da die Gleise auch an die Straße ran hängen? Das müssen wir mal testen. Also bis hierhin wäre das dann mal gebaut. Den Rest gucken wir. Jetzt machen wir hier aber erst die Straße wieder. Sonst vergessen wir es, beziehungsweise ich. Ich neige ja zu solchen Sachen, dass ich Straßen immer vergesse. Das ist schon mal die richtige. Ah, doch, das geht. Okay, dann machen wir das so. Wird ein bisschen hier, ja, keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Moment. Das machen wir jetzt noch schnell wieder sauber hier. So, das geht so einfach. Das ist eigentlich doof, wenn man es nicht gleich macht. Man überschätzt es immer ein bisschen. Okay, gut. Ja, das kann man so machen. Das sieht cool aus. Hier Güterzüge neben der Autobahn, das ist perfekt. So, Straße ist wieder dran. Jetzt gucken wir mal, wie sich hier das mit der Brücke gestaltet. Aha, das macht dann, im Prinzip macht es eine Brücke. Weil es angelegt ist, automatisch. Okay, aber wir haben dann irgendwie... Lass mich mal gucken. Das ist interessant. Okay, das geht. Das Problem ist da hinten... Hier, irgendwann kriegen wir einen Konflikt. Und zwar hier, und zwar mit der Brücke. Aber dann machen wir das doch so. Wir gehen mal bis hierhin mit der Brücke. Machen mal die hier. Und gehen dann von hier aus nach da hinten. Wir müssen ja nicht bis hier unten der Autobahn folgen, sondern wir müssen dann irgendwann hier hinten in die Gleise rein. Wenn das geht, wir gucken mal. Also, wir kaufen es. Jawohl, das geht perfekt. Wir haben maximales Gefälle. Das ist genau, was ich wollte. Und dann fährt der Zug dann da Richtung Fabrik. Jetzt müssen wir unten aber noch gucken, wie wir das mit den Gleisen machen. Das funktioniert auch bestens. Wo wollen wir denn hier rein? Hier außen? Nee. Wenn dann... Was kommt denn von hier noch? Ein Zug. Bielefeld möchte hier natürlich auch noch Nahrungsmittel haben. Das wäre dann das Gleis. Oder wir nehmen mal das hier. Wir können hier ja doch so ein Mini-Gleisfeld machen. So, wir machen es mal so. Und dann gibt das eben eine entsprechende Kurve hier rauf. So, kommt man dann mit den Gleisen? Ja, da kommt man noch weg. Nach da hinten. Und weiter in die Richtung müssen wir nicht. Da ist keine Map mehr. Von daher kaufen wir. Habe ich jetzt... Ich hoffe, ich habe die richtige Seite erwischt. Werden wir gleich rausfinden. Mitnehmen. Doch, doch, das passt. Da ist ein Gleis. Man müsste es nur noch richtig ranbekommen. Das werden wir gleich schaffen. Aha, irgendwie. Moment. Jetzt geht's. 60. Da haben wir irgendwie einen ganzen komischen Kugel drin. Deswegen machen wir das nochmal neu. So, und jetzt ist es hier kerzengerade. Das heißt, ja genau, Moment. Das heißt, das müsste jetzt auch klappen. Gut, eine Weiche. So, mal schauen, ob es klappt mit unserer X-Weiche. Einmal geht's nicht. Aha, sehr schön, danke. Zurück und gucken, haben wir hier hinten auch schon eine Weiche? Nein, wahrscheinlich nicht. Nö. Wo machen wir die? Hier werden wir wieder eine zu große Krümmung haben. Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir eine Oldschool-Weiche machen. Einfach in eine Richtung. So geht's. Und dann hätten wir bis da vorne Platz. Um die andere Richtung mitzunehmen. Sehr schön. Machen wir das so. Signale. Nehmen wir die hier. Wir haben immer noch erst die. Ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit hier dann auch bessern. Jetzt kann ich eigentlich wieder laufen lassen. Ich habe da Pause gemacht, weil wir an der Straße rumgefummelt haben. Halt, jetzt muss ich aber gucken. Wir haben hier Straßen. Apropos Straßen. Apropos an Straßen rumgefummelt. Denn ich möchte mit den Güterzügen nicht die ganze Stadt blockieren. Also wenn wir das Signal hier vorne hinmachen, dann wird uns ein langer Güterzug hier auf der Straße stehen bleiben, wenn er warten muss. Was wäre jetzt hier das Ideale?
schon hier vorne, ist dann halt ein bisschen weit weg. Da passt fast nochmal ein ganzer Zug dazwischen. Ja, jetzt ist halt die Frage, nehmen wir Rücksicht auf die Stadt oder geben wir den Zügen den Vortritt, dass die hier sozusagen frei machen können, was sie wollen? Schön, dass sie da schon bauen, aber das hilft uns jetzt bei dieser Frage nicht wirklich weiter. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Hier würde das Signal dahingehend Sinn machen, dass die Straßen frei bleiben. Aber guck mal, was wir hier für eine Strecke verschenken an zweigleisigem Verkehr. Nee, wisst ihr was, wir machen sie hier hin. Dann müssen die zumindest im Moment mal damit leben, dass ihnen die Züge hier je nachdem ein bisschen draufstehen. Denn wenn hier zu ist, die können ja immer noch hier lang. Gut, machen wir so. Also jetzt in die Gegenrichtung. Machen wir das Signal. Ja, haben wir genau das Gleiche. Wenn ich es hier hin mache, sind wir ein bisschen zu früh. Wenn ich es hier hin mache, stehen wir dann wieder über die Straße rüber. Aber okay, das Problem haben wir jetzt einfach. Wir nehmen mal primär Rücksicht auf das, was der Zug möchte, würde ich vorschlagen. Und das wäre dann in dem Fall hier. Dann haben wir das Hauptproblem bei diesem Bahnübergang. Oder das haben wir ja nicht wir, das haben die. Hier in Kalletal. Und wenn es nicht passt, Zug fahren. Ganz einfach. Blocksignale können wir auch machen. Da machen wir mal eines hier. Ordentlich entfernt. Ja, plus minus. Dann gibt es hier vorne nochmal eins. Da würde ich gerne das machen, was wir bei Trainfieber oft machen. Nämlich vor und nach der Brücke statt auf der Brücke. Was ja hier natürlich gehen würde, ist mir klar. Dann hier runter. Und hier haben wir die Weiche. Sprich, dann kommt das Signal hier hin. Und Gegensignal ordentlich weit entfernt wäre dann hier. Gut, sehr schön, hätten wir Linie. Eine neue Linie von hier, oh schönes Blau, nach hier. Und das funktioniert auch schön zweigleisig, das wäre dann Lebensmittel Kalletal. Lebensmittel Kalle, wie schreibt man das denn? Unten steht es, glaube ich, unter Kalletal. Okay, Kall, wo ist mein L? Kalle. Tal passt, haben wir, dann brauchen wir einen Zug, dafür brauchen wir ein Depot. Hier haben wir keines. Und hier hinten haben wir eines, das führt uns in diese Richtung. Okay, wir bräuchten jetzt aber eines, das uns hierauf führt. Was machen wir da am besten? Hier nochmal ein Depot? Ja, ich weiß nicht. Oder hier eine Brücke irgendwie. Nein, das wird... Nee, das ist zu dusselig. Denn dann blockieren wir die ganzen Gleise, die hier auch noch raus wollen. Ich würde sagen, dann machen wir hier hinten eines und gucken, dass wir das Depot dann vielleicht sogar verwenden für alle Gleise. Das heißt, wir machen es hier oben hin. Also, wobei in der Stadt drin wäre halt auch nett. Zum Beispiel hier. Aber hier haben wir wieder das Problem, dann haben wir wieder ein schönes Depot, aber wir können es nicht richtig anschließen. Wenn wir das hier mal nehmen, das Ganze drehen. So, da, ja, jetzt kommen wir mit dem Gleis wieder nicht rein. Hinpassen wird es ja sehr gut. Wobei im Moment hier wäre es natürlich auch nicht so schlecht. Kommen wir da rein? Das ist die Frage. Oder wir machen hier halt nochmal ein zweites Gleis raus und machen eine Weiche. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ich werde das hier hin machen. Aber das müssen wir jetzt ein bisschen schöner einpassen, dass das hier schön beim Gleis ist und möglichst weit hinten. Kurz bevor wir da die Gebäude kaputt machen. Okay, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Halt, das war wieder ein bisschen zu fest. Zack, gut. Cool. Wow, das ist ja, da kann man richtig schön zwischendurch fahren. Das gefällt mir. Gleis. Mal gucken, nehmen wir das alte. Natürlich mit der Oberleitung. Kommen wir hier rein? Ach, hier kommen wir sogar problemlos rein. Gut, dann kommen wir in die anderen Gleise hier wahrscheinlich auch rein. Jawohl, gut. Das werden wir dann aber machen, wenn wir diese Gleise hier brauchen. Gut, dann bräuchten wir einen Zug. Da habe ich eine genaue Vorstellung. Wir haben hier nämlich, wenn wir gucken, Moment, Lokomotiven. Das sind wahrscheinlich Diesel. Jawohl, hier die. Die Baureihe V80 und hier noch die Baureihe BRV100. Die macht allerdings nur 90. Da würde ich die hier nehmen, weil das ist ein längerer Weg. Und die nehmen wir später dann noch, ganz klar. Die werden wir auch irgendwann verwenden, aber das ist für mich etwas, das könnte man so... Ja, zum Beispiel auf dem Bahnhof in Hamburg oder Wien rumfahren lassen, von A nach B, ohne große Aufgabe. Einfach, weil sie natürlich, die gehört irgendwie auf eine Anlage. Wenn es sie schon gibt, dann müssen wir sie auch nutzen. Ganz klar. Gut, dann wäre das Güterwagen. Dann nehmen wir mal wieder von denen.
Lebensmittel. Hier unten war der Kaufen-Button. Einmal, zweimal, machen wir mal drei. Jetzt gucken, dass wir nicht immer die gleichen verwenden, weil sie halt gut aussehen. Oder ich das Gefühl habe, die sehen gerade gut aus. Denn wir haben eine relativ große Auswahl hier an denen. Okay. 1, 2, 3. Und jetzt mal nachzählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Das passt eigentlich bestens. Gut, Linie zuweisen. Lebensmittel Kalletal. Und da ist er auch schon unterwegs. Sehr schön. Und das ist natürlich noch relativ praktisch. Wenn wir da hinten auf den Zugverkehr umstellen, dann haben wir hier tatsächlich schon ein bisschen Gleis. Da haben wir schon was gemacht, schon mal vorgesorgt, sozusagen. Und hier in Kalletal müssen wir noch gucken wegen den LKWs. Beziehungsweise, Moment, was haben wir hier für eine Reichweite? Ach, guck mal an, da müssen wir nicht mal was machen mit LKWs. Da haben wir schon den ganzen Bereich hier abgedeckt. Hier die paar Häuser nicht, aber die, auf die verzichten wir mal für den Moment. Dann können wir uns hier die LKWs schenken. Aber Busse kriegen sie natürlich noch, ganz klar. Und ja, eine Anbindung an andere Städte. Ich würde jetzt aber nicht mit denen hier schon in die nächste Stadt gehen, sondern ich würde die sozusagen ans bestehende Netz erstmal anschließen. Also sprich von Kalletal nach Umkirch, dass es da hier irgendwie eine Strecke da lang gibt. Und jetzt werden wir hier aber natürlich mit unserem Güterzug, jawohl, mal noch mitfahren hier durch die Stadt durch. Und ich denke mal, das wird vor allem später dann natürlich relativ schön werden. Wenn dann eben hier noch mehr steht. Ich hoffe mal, die werden die Straßen noch entsprechend ausbauen. Aber hier für den Anfang ist das mal schon nicht schlecht, würde ich sagen. Hier links die Häuser, rechts das schöne Depot. Vorne die ganzen Schranken, genau. Das wird hier ein bisschen die Achillesferse des Ganzen. Wegen dem Draufstehen. Aber wir haben ja im Moment auch nur einen Zug hier. Von daher wird jetzt für den Anfang mal noch kein Problem bestehen. Ein Problem gibt es dann, wenn wir hier aufrüsten müssen. Das werden wir aber einfach entsprechend im Auge behalten. Und hier holpert, weil wir Schiene über Straße gemacht haben. Das stört mich aber überhaupt nicht bei Güterzügen. Das finde ich cool. bei der IC-Strecke werden wir es dann anders machen. Das ist ganz klar. So, und jetzt geht es ja schon Richtung Autobahn. Mit, ja, wahrscheinlich dann ungefähr 100 Sachen. Cool. Da hätten wir jetzt auch die Oberleitung nicht gebraucht, ist mir klar. Aber wir wissen nicht, was hier später verkehrt. Wenn wir hier dann wirklich ein Riesenaufkommen haben, was die an Nahrung brauchen, dann werden wir auf stärkere Lokomotiven, schnellere umstellen. Und die brauchen dann wieder Strom. Das heißt, wir nehmen sie jetzt weg, die Obermasten, stellen sie dann wieder hin. Das ist irgendwie doof. Oh, da haben wir ja... Die Autobahneinfahrt hat eine Bahnschranke, auch nicht schlecht. So, und jetzt geht's auf die angelegte Brücke. Das finde ich cool, dass das funktioniert. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da geht das Gleis dann vielleicht entsprechend einfach unten parallel lang. Aber denkste. Oh, da habe ich gerade einen Lastwagen gehört. Ja, da sieht man sie ja auch links. Da haben wir ja auch aufgestockt. So, dann geht es hier runter und da vorne in den Bahnhof rein. Wie gesagt, LKWs in Kalletal müssen wir in dem Sinn nicht mehr machen. Was wir aber natürlich noch machen, ist auch eine Lebensmittelverbindung da unten nach... wie hieß es denn? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das Städtchen da unten, Bench, irgendwie, das ich fälschlicherweise schon mal als Benennung verwendet habe. Werden wir gleich rausfinden. Okay, beziehungsweise wisst ihr was? Wir gucken mal ganz schnell. Wie sieht's denn... Ah, schöner Güterzug, gefällt mir sehr gut. Wie sieht's denn hier aus mit der Abnahme, beziehungsweise mit dem mit der Nutzung? 254, okay, da reichen die ganzen LKWs offensichtlich immer noch nicht. Das ist ja unglaublich. Die haben... Ja, die haben halt doch immer noch... Hier hat's Löcher und so weiter. Ich würde mal, bevor wir hier auf den Zug umstellen, würde ich tatsächlich hier unten noch mal ein paar LKWs auf die Linie setzen. Das ist schnell gemacht. Güter, was haben wir hier? Das sind die irgendwie... Waren das die hier? Die Opel Blitz, ich muss mal gucken. Jawohl.
Das waren sie. Also, das wäre dann viel Getreide. Das heißt, wir lassen es auf automatisch. Das hatten wir schon. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal. So, jetzt sind die Straßen sicher verstopft. Jetzt aber mal gucken, ob das auch was bringt. Viel Getreide, Bachofen. Okay, ja, Bachofen hieß das Städtchen. Genau, wo haben wir denn das? Hier unten. Bechhofen heißt das. Das ist noch falsch angeschrieben. Halleluja. Moment. Das heißt nicht Bach, sondern Bech. Ah, habe ich ja, Bechhofen. Ja, da müsste man es noch richtig lesen. Okay, gut, ich gebe mich geschlagen. Also, wenn die auch Nahrung möchten. Das ist aber noch eine ordentliche Strecke. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, das sei gerade nebenan. Das würde ich dann noch mal kurz verschieben. Das kostet alles wieder einen Haufen Geld. Wir verdienen zwar Geld, aber ich möchte jetzt primär noch was machen, was auch sicher wieder Geld bringt. Und das ist ganz klar. Das ist die Strecke um Kirch nach da hinten Kalletal. Dann brauchen wir halt einen neuen Bahnhof. Das ist auch logisch. Der würde dann eigentlich hier gut hinpassen oder hier. Wir schauen. Bahnhof. Personenbahnhof. Haben wir noch irgendwas Neues? Die hier haben wir. Sind wir hier völlig in der Ecke? Nein, da hinten ist noch Norddeich. Das heißt, oder machen wir wieder mal einen Kopfbahnhof? Haben wir eigentlich schon länger nicht mehr gehabt. Denn allzu weit weg muss der hier ja nicht mehr. Also hier rauf. Der muss... Ne, hier machen wir einen Kopfbahnhof. Dann kommen wir hier unten rein. Und nach Norddeich gehen wir hier im Prinzip unten wieder raus. Gut, Anzahl Gleise. Da haben wir gleich mal 8. Beziehungsweise wir gucken, was passt hier rein. Wir könnten auch mal wieder einen Curved-Bahnhof bauen. Das ist auch wahr. Das stand auch in den Kommentaren. Wo haben wir den denn? Complex Passenger Underground. Ich glaube, bei dem hier ging es. Ja, wo? Hier unten. Kurvature. Geht das bei dem auch? Haben wir hier auch Kurvature? Nein, geht nicht. Okay, dann machen wir den. Und Kurvaturen den mal. Sozusagen. 8 Gleise wäre das. Ne, ist nicht das Maximum. Hier haben wir wieder dafür die Möglichkeit, dass wir die Bahnsteige und Gleise erhöhen. Okay, Hochgeschwindigkeit. Machen wir mal einen zweiten Straßenanschluss. Dann wäre der so gebogen. Hat was. Aber erstmal gucken in die andere Richtung. Wäre so gebogen. Finde ich eigentlich fast noch cooler. Da wird er noch ein paar Häuser abreißen. So wird es funktionieren. Ist das nett? Ich muss mal von oben gucken. Der dürfte sogar... Wir sind uns mal mit der 3. Und der dürfte eigentlich noch ein bisschen länger sein. Wie sieht er jetzt aus? Oh, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Guck mal, aber ohne, dass die Häuser flöten gehen. Noch ein bisschen rüber, noch ein bisschen rüber. Ist jetzt halt kein Kopfbahnhof, aber es wird natürlich so zum Kopfbahnhof. Jetzt. Zack. Okay. Cool, diese gebogenen Bahnhöfe, die haben halt was. Also, ein Sträßchen. Nein, das war die hier. Das geht nicht. Okay, wir kommen hier von zu hoch her. Da wären dann die Häuser weg. Das ist schade. Das müssen wir mal gucken. Können wir das nicht anders lösen? Aha. Aha. Nee, das funktioniert so nicht. Hätte ja sein können. Gut. Muss die Straße weg. Mal gucken, ob es jetzt geht. Jawohl, jetzt geht's. Vielleicht so. Und jetzt hier rüber. Jetzt ist wieder die Steigung zu groß. Im Ernst? Okay, nehmen wir wieder weg. War nur ein Test, ob es funktioniert. Test gescheitert. Nein, es funktioniert nicht. Okay. Und hier irgendwie so curved entlang wäre doch noch relativ schön. Irgendwie so. Okay, was wir dann da... Ja, wir machen da nichts. Da sollte die Stadt dann eigentlich wieder bauen. Und hier gibt es auch noch eine Zufahrt. Düt, düt. Oh, neue Lokomotive. Sehr schön. DB... Baureihe V200, 150 und Einheitswagen. Nett. Nehmen wir. Okay, jetzt könnten wir hier... Ne, das waren ja nicht wir. Ich wollte gerade wieder mit dem Wischmob durch, aber nein. Wenn wir das nicht gemacht haben, dann werden wir das auch nicht wischmobben. Sollen sie selber machen. Gut, hier hinten, das passt. Hier wurde die Straße automatisch angeschlossen. Da brauchen wir eine Bushaltestelle. Das werde ich jetzt gleich mal machen, denn sonst bauen sie uns da wieder irgendwas hin. Wir nehmen mal die hier. Wenn sie reinpasst. Das werden wir gleich sehen. Ja,
Ja, sie würde reinpassen, wenn wir das Häuschen da wieder opfern. Wie sieht es hier unten aus? Ja, mal ein bisschen exakter drehen. Boah, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Ne, Gebäude entfernen wollen wir aber doch nicht. Zack. Okay, das müsste ja reichen. Ja, das liegt gleich nebenan. Das wäre komisch, wenn es nicht gereicht hätte. Und jetzt haben wir zwar noch keinen Zug, aber wisst ihr was, wenn wir das jetzt gerade so gemacht haben, dann machen wir doch hier gerade mal schnell noch die Buslinie hin. Da hätte ich gerne die hier. Und dann gucken wir mal. Können wir hier überhaupt irgendwas machen außenrum oder müssen wir noch Straßen machen? Nee, das funktioniert perfekt. Da kommen wir schön wieder zurück. Beziehungsweise, nee, wir müssen dann hier lang und hier runter. Das heißt, auf der Seite wären wir dann nicht. Oder wir müssten hier halt wenden. Hier müsste es eigentlich schon auch eine Bushaltestelle haben, wenn man es genau nimmt. Können wir hier vielleicht sogar mit der Straße unten durch? Moment, wenn wir hier... Nee, da kriegen wir keine Brücke hin. Oh doch, wir kriegen eine Brücke hin. Dann müssten wir hier aber durchgehend eine Brücke machen als Ausfahrt. Und ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Hier würden wir aber mit der Straße wahrscheinlich unten durchkommen, dass wir mit den Brücken unten durch könnten. Oder sollen wir hier tatsächlich diese Brücken machen? Das wäre dann sicherlich ein spezieller Bahnhof. So einen haben wir mit Sicherheit sonst noch nicht. Das wäre gerade. Ich baue das mal. Okay, ja. Ah, Moment, jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen, funktioniert eh nicht. Doch, doch, funktioniert schon. Jetzt mit dir hier. Auch mit der Art von Brücke. Oh, das geht auch. Okay, dann bauen wir die alle schon mal, damit wir gucken können, ob wir da vernünftig unten durchkommen. Das wird jetzt wieder ordentlich was kosten. Aber das ist sehr cool. Gut, wir müssen aber nicht nur in die Richtung. Wir müssen auch noch nach da hinten. Deswegen würde ich hier das doch noch nicht machen. Hier müssen wir irgendwie so einen Bogen machen, dass wir in die Richtung kommen. Und ich weiß nicht, mit wie vielen Gleisen wir nach da hinten wollen. Deswegen lassen wir das noch. Also, aber die Straße machen wir natürlich schon mal. Halt einfach unten durch, wäre mein Ansinnen. Jawohl, genau, so. Okay, vielleicht ein bisschen näher ran hier noch. Wo sind denn hier die Pfeiler? Er macht halt immer gleich so irgendwie, oh Gott, eine Brücke draus, die irgendwie die ganzen Schienen runterzieht. Wo ist mein Knubbel? Ich möchte hier mal nochmal ziehen. Ah, gar nicht so einfach, wenn da die Brücke ist. Also nochmal zurück, dass wir hier ein bisschen näher rangehen. Jawohl, genau so war es gedacht und genau so funktioniert es nicht. Deswegen machen wir halt doch eine kleine Kurve. Und dann hier rüber. Da müssen wir eigentlich mit den Brücken noch rauskommen, sonst müssen wir halt dann hier wieder was ändern. Jetzt hier einmal durch den Wald durch. Oh, und hier hinten rein. Perfekt. Schöne Strecke. Interessante Konstruktion für einen Bahnhof. Krumm und hier mit Brücken. Finde ich eigentlich relativ nett von der Idee her. Aber das war jetzt nicht mal meine Idee. Sondern das, ja, das hat sich einfach aus der Situation her so ergeben. Cool. Gut. Was brauchen wir? Dann können die Busse auch außen rumfahren. Das ist ja cool. Genau. Denn wir brauchen Bushaltestellen. Also wenn wir hier rauf gehen. Wir halten mal hier noch. Gehen hier außen rum. Gehen dann, naja, ich würde sogar vorschlagen, wir gehen hier oben lang. Vom Ding her passt das. Gehen hier runter. Halten mal hier noch. Halten hier. Dann halten wir noch. Müssen wir hier auch noch halten? Ich würde sagen, nein. Ja, beim Bahnhof sowieso nicht. Aber hier können wir noch, denn hier wird mit Sicherheit gebaut. Und dann kommen wir da wieder zurück. Also, neue Linie. Das wäre dann von hier rauf. Ist auch eher eine längere Strecke eigentlich. So, hier runter habe ich irgendwas vergessen. Ja, da oben habe ich eine vergessen. Moment. Der Erlenweg müsste nochmal weg. Ne, was habe ich denn jetzt gemacht? Moment, du gehst auch nochmal weg. So, wo sind wir? Bei der 3. Da wollen wir hier rauf, haben wir gesagt. Und dann erst hier runter. Dann hier hin. Hier hin. Dann zur 1 und dann wieder zurück. 6, beziehungsweise 7, 6, 5, die 4, die 3 und die 2 und wieder zu Kalletal Nebengleis. Okay, das ist dann Bus Kalletal.
Und dann haben wir tatsächlich schon wieder ein neues Städtchen dabei. Bus, Kalle, Tal, zack. Und die Busse fehlen noch. Und ein Depot fehlt auch noch. Mal gucken, kriegen wir das hier vielleicht sogar relativ schön dazwischen. Wir gucken mal. Depot. Mal mit drehen. Oh, das würde perfekt hier hingehen. Ich wollte aber eigentlich gucken, ob es hier oben noch hingeht. Wahrscheinlich eher nicht. Nein, geht genau nicht. Ist ein bisschen zu knapp. Hier hinten? Nee, lassen wir. Das passt ja so schön hier dazwischen, dass wir es hier hin machen. Mal ein bisschen drehen und hier wieder korrigieren mit M und N. Feinjustieren. Zack, gut. Busse, Passagier. Haben wir irgendwas noch nicht benutzt? Ich glaube, wir haben eigentlich alle soweit benutzt. Aber dann nehmen wir einfach mal nochmal den hier. Oder wir nehmen diesen Mercedes-Benz nochmal. 15 Kapazität, das ist okay. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal. Müsste reichen. Linie zuweisen, Bus Kalletal. Dann wollen wir gucken. Schön. Ich weiß gar nicht, ob wir die Busse tatsächlich schon haben. Aber wir haben halt in jeder Stadt wieder Busse. Dann weiß man auch nicht mehr so genau, was man verwendet hat und was nicht. Ja, schön. Dann sind die tatsächlich jetzt im Prinzip... Ja, nee, sie sind natürlich noch nicht angeschlossen. Jetzt haben sie Busse, jetzt haben sie Futter, sie haben einen Bahnhof, aber sie sind immer noch völlig irgendwie isoliert. Die armen Kalletaler. Aber wir schließen das in der nächsten Folge hier an, würde ich sagen, mit den Brücken. Da nach Umkirch. Das wird sicher auch eine schöne Strecke, denke ich mal. Gut, hätten wir es eigentlich soweit. Fehlt hier denen noch irgendwas? Ja, Lebensmittel fehlen denen noch. Die kriegen sie aber von da hinten. Also das ist das kleinste Problem. Und dann müssen wir dann demnächst hier mal, wenn wir hier noch ein paar Städte eingedeckt haben mit Lebensmitteln, gucken, dass wir wieder mal nach hier unten gehen. Ja, zum Beispiel, dass wir kontrollieren, was hier alles an Leuten. Oh, direkt Hamburg-Ibach. Okay, und so weiter. Was wir hier noch alles verstärken müssen an zusätzlichen Linien. Wir haben wieder 100 Millionen, das passt. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir hier noch was anderes als nur Lebensmittel hinbringen. Eben. Alles Mögliche noch, was die hier noch brauchen. Maschinen und so weiter. Das werden wir dann auch alles angehen. Gut, ich würde mal sagen, wir suchen uns einen Zug. Machen ein kleines Päuschen. Sehen uns dann morgen wieder. Und dann gibt es die Strecke von Kalletal nach Umkirch. Gut, besten Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.